So, herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme von World of Warships. Da verbinden wir einfach mal. Und ja, schauen wir einfach mal und hoffen, dass ich diesmal taktisch gut bin. Ja, einfach mal ausprobieren. Nehmen wir einfach mal hier den schönen Zerstörer und suchen uns ein Match. Los geht's. Und wir sind direkt schon drin, wie ich sehe. Das ist prima. Sehr prima. Jo. Was haben wir denn hier? Schönes alles. Ach, die New York. Schlachtschiff. Sehr gut. Start. Wir sind hier, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier runter machen direkt Y Turbo, damit wir schnell da sind. Los geht's. Engine boost activated. Engine boost activated. Weil wir wollen ja schneller am Ziel sein als die Gegner. So eine schöne Kanone. Yep. So ein schönes Rettungsboot. So. Dann gehen wir direkt dahin danach. Geh mir aus dem Weg, bitte. Bitte. Oh, danke. Ich habe gerade so schön Fahrt aufgenommen, wie man sieht. Ich hasse es manchmal, gucken die Leute nicht und fahren einfach drauf los, ohne Teamkameraden, ja, Chance zu geben. So, dann machen wir hier mal ein Torpedo und da ein Torpedo. So ein bisschen Freiraum haben. So, die fahren vorbei. Erobern wir schnell C. So schnell wie es geht. So, noch 13 Sekunden, dann haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Ah, jetzt. Wird doch jetzt angesagt, jetzt. Engine boost deactivated. Ja. Hier machen wir gleich auch. Ah, da ist auch ein Schiff da vorne, was die Technik hat, Nebel und alles. Finde ich gar nicht gut. Aber was soll man machen? Torpedo support. Smoke generator started. What the fuck? Torpedoes direct front. Torpedoes to port. Na. Oh fuck. Smoke screen set. Torpedoes to starboard. Vollgas. Das ist ein bisschen doof hier. Ja, ich weiß, dass da eine Wand ist. Genau deshalb müssen wir mal taktisch Angriff. Nein.
gleich treffen wir, was? Ja, bevor der jetzt wiederkommt, machen wir jetzt nochmal kurz Torpedos. Und gehen hier links ein bisschen. Ja, aber da wird auch schon geschossen, dann muss der da sein. Hoppala. Torpedos, astern! Our team has taken the lead. What the fuck, wo sind die Torpedos? Schon Flugzeuge irgendwo. Folgen wir ein bisschen. Engine Boost activated. Mal ein paar Torpedos hin. So, jetzt haben wir immer noch nicht in Reichweite, verdammt. Der ist weg. Dann gehen wir hier hinten zum nächsten. Autopilot Mode enabled. Und drei Schiffe, es wird ein bisschen schwieriger dann für uns. Vor allem dann noch so große. Engine boost deactivated. Da hinten sieht schon anscheinend was im Blüht. Autopilot mode disabled. The enemy team has taken the lead. So, wo
versuchen wir es nochmal hier drüber. Smoke generator started. Problem solved, sir. Smoke screen set. So, weiter geht's zu B. Autopilot mode enabled. Vorsicht, Torpedos. Leute, Leute. Autopilot mode enabled.
has taken the lead. Autopilot mode disabled. Autopilot mode enabled. So, das sieht doch sehr vielversprechend aus. Habe jetzt mal nicht so viel geredet, weil ich mich ein bisschen konzentriert habe. Aber wie man sieht, läuft es ja gut. Und wenn man hier zum Beispiel jetzt was markieren möchte, drückt man einfach Shift. Und da ist ja jetzt was mal Shift und dann die Position, wo man hin will. Dann fährt er jetzt erstmal hier hin, wo ich vorher war, und danach da. Und das ist prima. Mal gucken, hoffentlich keiner um die Ecke ist. Weil ich habe nicht mehr viel. Ah, ja. Our victory is in sight. Okay. Ein bisschen hier schauen. Weil wenn wir jetzt hier B, ach, Entschuldigung, A eingenommen haben, haben wir eh gewonnen. Ja, schauen wir mal. Kann man langsam fahren jetzt. Ist ja nichts mehr. Ich sehe keinen Gegner aktuell. Das ist ja gut. Man sieht dieses Flugzeugding. Mein Flugabwehr ist zerstört. Naja. Aber das macht nichts. Das sieht doch schon mal gut aus. Ach, da versucht einer unten einzunehmen. Ah, da machen wir uns jetzt keine Sorgen mehr. Ja. Weil wir jetzt eh gewonnen haben. Jeden Moment. Erstens sind wir überzeugt, zweitens haben wir mehr Punkte. Und es ist nur noch einer über. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas reißen wird. Und oben rechts sieht man ja, was ich schon alles geschafft habe. 33 Durchbruch, Treffer habe ich erzielt und so weiter und so fort. Und ja, es hört sich an, als ob wir gewonnen haben. Jawohl. Sehr gut. Haben wir gewonnen wieder mal. Ach ja. Oh, erhaltene 34.348 Credits, 599 Erfahrungspunkte, Forschungspunkte und 30 Elitepunkte. Zieltreffer haben wir 33, habe ich gemacht diese Runde. Ausfälle hatte ich einen, zerstört einen. In Brand gesetzt habe ich 2 Schiffe. Basiseroberung. Habe ich 2 Basiseroberungen unterstützt, habe ich einmal. Also sehr gut. Zurück zum Hafen erstmal. Schauen wir nochmal wie jedes Mal in die Forschung. Da hat sich nichts Neues ergeben. Okay. Schade, aber da kann man nichts machen. Prima. So. Dieses schöne Schiff hatten wir gerade. Ja, dann nehmen wir mal hier eine schöne Aussicht hier. Zack, zum Schiff. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch, macht einen Kommentar rein.
Wollt ihr mal mit mir zocken? Lasst es mich wissen. Ich lade euch ein, wie auch immer, in die Division. Und ja, wer ein Teamspeak braucht oder sonst was, einfach bei mir melden. Ich stelle nämlich einen Community-Server zur Verfügung. Und ja, einfach in den Kommentaren schreiben, wenn es erwünscht ist, wer es möchte, wer Interesse hat. Dann sage ich erstmal bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marburger. Ciao.